Was ist denn der größte Unterschied zwischen Eintracht Frankfurt und 1899 Hoffenheim? Vielleicht jetzt hier auch gerade das, was hier los ist, nämlich eine extrem hohe Anzahl an Fans beim Training? Ja, ich denke, das werden manche jetzt nicht so gern hören, aber einfach die Fans, die Fankultur und die Tradition, das ist schon einmalig hier, was da los ist, auch im Stadion und so weiter, auch bei Auswärtsspielen, wie die Fans da mitgehen, mitreisen, das ist schon fantastisch. Freust du dich deswegen noch auf Samstag? Ich glaube, wir haben so eine kleine Heimspielatmosphäre dort. Oder glaubst du, dass die Hoffenheimer in der Überzahl sind, was auch die Stimmung betrifft? Ja, ich glaube schon, unsere Stimmung wird besser sein, also die von der Eintracht.